Welcome back to another German Food Review, and it's Pepsi time. Pepsi Max Ginger. Yeah, that sounds interesting. Pepsi Max is nice, one of my favorite colas. It tastes good and it's zero. I prefer zero drinks. Yeah, maximum taste, zero sugar or the other way around. Okay, calories extremely low, 0.6. Doesn't matter. One calorie per glass, basically. And the rest is also zero. Nice. Yeah, low calories and a good flavor. But I have no idea how good this one here will be. No sweetener. Where's the ginger stuff? I don't see ginger stuff, so... Hey? There's aroma, so I guess it's in the aroma. Okay, yeah, the Pepsi Max Cherry is also quite nice. And let's see how good the ginger one is. Here is goldish. Let's open it. And it's cold, by the way. Okay, it's a big bottle. Quite hard to handle. So, no, it's okay. It's quite stable. Right, here we go. That's enough. Let's do a thumbnail here. Whoa, heavy. Okay, that's how it looks like. Is there something on the lens? Damn it! Okay, look at this here. Back in a sec. So, lens is clean again, and yeah, Pepsi, especially Max, is carbonated as hell. Too carbonated for me. Usually I shake it later, maybe. So not too close to the cam, like this here, right? Sniff test! Yeah, smells like... Actually... No, it smells like ginger. No, I dipped my nose into the drink. sniff test again. Yeah, it smells like ginger. Let's try it from the bottle. Yeah, Pepsi Max smell and ginger a little bit. Or maybe it's just the Pepsi Max. Oh, I'm not sure. No, there's definitely ginger. Post. It hurts in the throat. Wow. Yeah, it tastes like ginger. Nice. Usually ginger ale drinks are quite high in calories, 40 or more. Here you get a drink with ginger flavor and basically zero calories. Yeah. Post. I guess this one is good for mixing. I think it is. I have to try it. Post. Yeah, that's good if you like ginger, right? If you don't like ginger, that's not for you. It tastes more like ginger than Pepsi Max. What? And it's carbonated as hell. Oh, I'm bloating up. Well, it's definitely a thumbs up for Pepsi. Pepsi Max Ginger. Very nice. 25 cents extra. 50 cents, by the way. I think I said that. Anyway, nothing on here. Calories low. Taste good. Very nice. Big thumbs up for Pepsi. I would buy this again. Thanks for watching. I'll continue in German. So. Oh, Nase läuft. Jetzt gibt's etwas von Pepsi. Und zwar Pepsi Max Ginger. Gab's im Lidl. Und ja, Ginger. Wer Ingwer nicht mag, der sollte keine Ingwer-Produkte kaufen. Ich mag Ginger Ale zum Beispiel, schmeckt lecker und Ingwer überhaupt schmeckt gut. Und das hier ist das Gute, da ist das Gute daran, dass es keine Kalorien hat. 0,6 kann man, ja, braucht man nicht zählen. Und das war's, das ist alles null. Ist quasi Wasser mit Geschmack. Ob er gut ist, werden wir gleich rausfinden. So, es gibt noch Pepsi Max Cherry, die war ganz gut. Allerdings kann man die nicht so oft trinken, dann wird sie schnell langweilig, mir zumindest. Aber die normale Pepsi Max, die ist ganz nice, allerdings immer sehr süß. Okay, und
Was noch so ein bisschen schlimm ist hier dran, das Zeug ist immer so mit Kohlensäure versetzt. So, ich glaube, das gibt es bei keinem anderen Getränk. Das ist extrem hier. Wie auch immer, ich muss das feuchtig einkippen. Ich musste nämlich schon die Linse säubern. Wenn wir mal eingießen. Here we go. Ja, seht ihr schon, wie das sprudelt. Kann ich nicht so nah anhalten. Sniff-Test. Ja, und erst dachte ich, man riecht gar keinen Ginger, aber ich glaube, man riecht es doch. Ja, man riecht es doch. Aber es riecht auch nach Pepsi Max. Pepsi Max hat einen ganz typischen Duft. Aber man riecht auf jeden Fall Ginger raus. Ja, das ist schon mal ganz nice. Normalerweise würde ich das schütteln. Mache ich auch gleich, wenn ich dann weiter trinke. Und ja, Prost. Und es schmeckt gut. Es ist sehr süß. So wie Pepsi Max. Manchmal ist es schon zu süß, aber dann kann man ja was anderes trinken. Und es ist, ja, kohlensäurehaltig wie Sau. Aber das Problem kann man fixen ganz leicht. Und das hat jede Pepsi Max. Und es schmeckt nach Ginger. Mehr nach Ginger denn als. Mehr nach Ginger als Pepsi Max Flavor. Prost. Ja, ich glaube, das kann man sogar mischen. Mit worauf man auch immer Lust hat. Ich glaube, ich würde einen Wodka nehmen. Müsste man mal testen. Prost. Oder so ein Spice Drum. Ja, es bläht hier schon alles auf. Diese Kohlensäure ist absolut zu viel. Jetzt werde ich mal schütteln. So macht man das hier. Ja, man nimmt das und dann schüttelt man einfach. Und hier seht ihr, boom, brutal. Kann ich jetzt aufmachen? Oh ja, seht ihr. So. Werde ich noch zwei, drei Mal schütteln, dann ist die Kohlensäure weg. Und dann kann man es in Ruhe trinken. Prost. Ja, schmeckt einfach nur nach Ginger Ale mit etwas Cola quasi. Also Ginger Ale Drink mit Cola gemischt. Und extrem süß. Aber ist nice. Gibt's nichts auszusetzen. Prost. Blocker da nach oben, würde ich nochmal kaufen. Muss ich mal testen. Beim Mixen. Aber auch so. Ja, nur schütteln muss man nicht. Ansonsten bläht man auf. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.